Herr Dr. Kinne, Sie beschweren sich nie und ich würde heute auch nichts gelten lassen, denn das hat sich angedeutet diese Woche. Wir sind sehr hohen Bereichen in den Finals. Genau, starke Spieler. Ja, absolut. Große Aufgabe jetzt nochmal. Ja, ein dickes Brett. Sind Sie bereit, es zu bohren? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Sie können aufgeben. Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Ich bin bereit. Dr. Thomas Kinne, der Quizdoktor, hat eine große Aufgabe. 18 richtige Antworten braucht er, hat 2 Minuten, seine Zeit startet jetzt. Welches sackartige Holzblasinstrument verbindet man mit Schottland? Dudelsack. Welche Alicia singt den James-Bond-Song Another Way to Die? Keys. Wie lautet das gängige Fremdwort für Unterschrift? Signatur. Wie heißt die Hauptstadt des Senegal? Dakar. Wie viele Monatsnamen beginnen mit dem Buchstaben O? Einer. In welcher Serie klärt David Hasselhoff mit einem sprechenden Auto Verbrechen auf? Knight Rider. Das Buch Mein Katalonien schrieb der Brite George? Orwell. In welchem Land liegt der 90 Mile Beach, der zweitlängste Festlandstrand der Welt? USA. Stopp die Uhr. Erste Chance. Geh euch. Bin ich raus. Er hat schon 7. 90 Mile Beach. 90 Mile. Brauch jetzt die Antwort. Brasilien. Jetzt. Brasilien. Nein. Das wäre es bei euch, glaube ich, gewesen. Neuseeland. Australien. Australien. Ah. Australien. 90 Mile Beach. Was für ein Beginn, Herr Kinne. 7 in Folge. 1,23 noch für 11. Die Zeit startet jetzt. Wochenlang in den Charts war Jürgen Markus mit Ein Lied zieht hinaus in die Welt. Welcher Baustoff wird auch graues Gold genannt? Beton. Das Wort Ampel ist ein Anagramm welches Strandgewächses? Stopp die Uhr. Palme. Ja, das ist ja, völlig richtig. Ja. Ich habe hier 3 Antworten bekommen. Ihr müsst da Klarheit schaffen, Palme. Bitte. Das ist ein wichtiger erster Rücksetzer. Denn jetzt sind es 10 glatt in 1,04, Herr Kinne. Die Zeit startet jetzt. Wie lautet der Mädchenname von Hillary Clinton? Rodham. Welcher Russell gewann 2001 seinen Oscar als bester Hauptdarsteller für den Film Gladiator? Crow. Die Schriftstellerin Pamela Lynwood Travers ersann das weltbekannte Kindermädchen Mary Poppins. Ein kurzes rotes Shirt trägt als einzige Kleidung welcher Zeichentrickbär? Winnie the Pooh. Wie nennt man im Okkultismus jemanden, der Verbindung zu Verstorbenen und Geistern Medium. Herstellen kann? Was war die Hauptstadt der Sowjetunion? Moskau. Hilft man jemandem, so greift man ihm redensartlich unter die Arme. Wie nennen Bergleute eine große waagerechte Kohleschicht? Flöz. Coriolanus Snow heißt der Bösewicht in welcher Fantasy-Reihe? Passe. Stopp die Uhr. Tribute von Panem. Habt ihr es? Genauen Titel? Tribute von Panem. Die Tribute von Panem. Mhm. Das ist richtig. Oh, ja. Sehr gut. Ja, ja, ja. Boah, der war so wichtig, denn er war fast durch. 21 Sekunden für 3. Und die Zeit startet jetzt. Nicolas Cage gewann 1996 den Oscar als bester Hauptdarsteller für den Film Leaving Las Vegas. Womit nimmt sich Romeo in Shakespeares Theaterstück das Leben? Gift. Welcher Pete schrieb mit Tommy eine der ersten großen Opern der Rockgeschichte? Townsend. Oh! 6 Sekunden! So 6 Sekunden! Und wo ich das gerade gelesen habe, bei euch war es Julia mit dem Dolch und da habt ihr Gift da gesagt. Waren wir beim Gift. Das war Gift für euch. Leicht so. Zu verwechseln. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Kinne. Es ist eine grandiose Finalleistung. Da wollen wir nicht unter den Teppich hier kehren. Absolut. Bloß wenn eine 18, das haben Sie noch nicht so oft gehabt, wahrscheinlich auch. Ne? 18 hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Na, das ist doch mal ein großer Erfolg. Warum heute? Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, ja? Absolut. Christian, Johannes, Keno, Grüße in die Sendegebiete, wie es immer so schön heißt. Und Herr Kinne, Glückwunsch. Morgen der Abschluss unserer Radiowoche. Radio 1 aus Berlin und NDR 2. Wir sind gespannt, ob es da noch einen guten Abschluss gibt. Und bis dahin freuen wir uns, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend. Tschüss, bis morgen. Bravo. 6 Sekunden.